Herzlich willkommen zu dem Tutorial Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns beim letzten Mal angesehen, was man mit der Canvas machen kann. So als allererstes hatten so ein Beispiel auch vorgeführt, das ganz schick aussieht. Und so in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man die Canvas, die Zeichenfläche für HTML, also initialisiert, wie man die also grafikfähig macht. Das ist sie noch nicht von ganz alleine. So, und dann zeige ich euch auch noch, wie man ein Rechteck auf den Bildschirm bringt. So, das erste, den ersten Befehl, den wir brauchen, das ist sozusagen auch der erste Befehl, den man als Anfänger lernt. Jedenfalls ich habe ihn als allererstes gelernt, ist, wie kriege ich überhaupt in JavaScript ein bestimmtes einen bestimmten HTML-Block oder ein bestimmtes HTML-Element in JavaScript hinein, sodass das dort gelesen werden kann. Und dazu gibt es den Befehl Dokument. Das steht also für das gesamte HTML-Dokument, auf das sich JavaScript bezieht, also für die aktuelle Seite. So, dann Punkt und dann getElementById, also großes I, kleines D, und in Klammern steht dann der Identitätsselektor. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann schaut euch bitte mein HTML- und CSS-Tutorial an, da wird das erklärt. So, und dieser Identitätsselektor, der gilt immer nur für ein einziges HTML-Element. So, und wenn ihr sagt, von diesem HTML-Element mit diesem Identitätsselektor möchte ich jetzt bitte die Adresse in oder den, das in JavaScript haben, dann bekommt ihr auch genau dieses eine Element. So. Und wir wollen das Element von Canvas haben, von unserer Zeichenfläche, die wir mit HTML schon geschrieben haben. So. Und das machen wir eben auch tatsächlich hier mit diesem ersten Befehl. Na, das ist das Erste, was wir zu tun haben. Dann ist sie noch nicht bereit für, also diese Leinwand ist dann noch nicht bereit für das Draufzeichnen. Dazu brauche ich dann einen bestimmten Ausschnitt oder eine bestimmte Schicht von dieser Leinwand und die kriege ich mit getContext und da muss ich in Klammern angeben und in Anführungsstrichen 2D, weil ich tatsächlich jetzt erstmal auch nur zweidimensional malen oder zeichnen möchte. So, das ist das zweite, was wir lernen. Und der dritte Befehl ist Punkt Fill Rect. Das zeichnet ein gefülltes Rechteck auf den Bildschirm. Und in den Klammern wird angegeben die linke obere Ecke mit X und Y und dann die Breite und die Höhe von dem Rechteck. So, und das hört sich jetzt alles sehr trocken an. Wir probieren das gleich aus. So, wir gehen in unser Programm hinein. Also hier, so sieht unsere Fläche zurzeit aus. Wir gehen in unser Programm hinein. So, wenn wir ein JavaScript einfügen, dann sollten wir das am Ende von dem HTML-Dokument machen. Es ist im Prinzip egal, wo ich das JavaScript einfüge. Ich muss das immer nur in diese Script-Tags hineinsetzen. Oh, ich kann es natürlich auch von außen laden, das möchten wir hier aber nicht machen. Ich kann es also in diese Script-Text hineinsetzen, ich kann das oben in den Kopf hineinsetzen, ich kann es ganz unten unter den Body setzen. So. Und ganz günstig ist es sozusagen, das als letztes Element von dem Body reinzuschreiben. Warum? Weil JavaScript nur dann ordentlich funktioniert mit den HTML-Elementen, wenn die bereits geschrieben worden sind und da das ja HTML-Dokument von oben nach unten gelesen wird, müssen die HTML-Elemente oberhalb von dem Skript stehen, sonst kann dort JavaScript nicht drauf zurückgreifen. Wir wollen nun auf ein solches HTML-Element zurückgreifen, nämlich auf unser Canvas, so, und deshalb gehen wir dort ganz nach unten. So, was mache ich als erstes? Als erstes definiere ich mir eine Variable, die heißt Leinwand. So, das mache ich mit, indem ich vorne angebe var und dann gebe ich den Variablennamen an. So, und dort schreibe ich jetzt mein
meinen ersten Befehl rein, get element by ID. So, und die ID von unserem Canvas ist Leinwand. So, ich kann hier den gleichen Variablennamen angeben, weil der Variablenname selbst nichts zu tun hat mit dem Identitätsselektor. So, das ist ganz praktisch. So, dann muss ich mir nicht so viele Sachen merken. So, das ist das Erste, was ich machen möchte. Und das Zweite, was ich mache, ist, dass ich mir eine Variable definiere und dort hole ich mir den, die Zeichenebene von dieser Leinwand oder die hole ich mir heraus, wo ich eben drauf zeichnen kann. So, und das nenne ich Brett von Zeichenbrett. So, und das ist gleich. So, und jetzt muss ich hier einen Leinwand angeben. Der hat hier also einen Zeiger erzeugt, der mir auf die Canvas zeigt. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes als sozusagen so ein Finger, der sagt, dort ist die Leinwand. Und dann muss ich mir von Leinwand, muss ich mir jetzt genauer holen, das, worauf ich dann tatsächlich zeichne. Ich schreibe in den Klammern hinten rein 2D, weil es sich um ein 2D-Element handelt. So, das ist das Erste, was ich machen muss. Jetzt definiere ich mir eine Funktion. So, und die Funktion, die wird aufgerufen, wenn man auf die Leinwand klickt. Das habe ich hier oben schon gemacht. So, und ich muss sie jetzt genauso nennen, nämlich zeichne etwas. So, und jetzt gebe ich hier hinten einen Block an für den Programmcode. Das ist wie in Java, wenn ihr ein bisschen Erfahrung mit Java habt. So wird das in geschweifte Klammern hineingesetzt. So, und dort gebe ich jetzt einfach an Brett, also das, worauf ich zeichnen kann. Und dann möchte ich ein Rechteck dort drauf bringen. Und zwar, sagen wir mal, von linke obere Ecke ist bei 2020. Und dann soll das 100 mal 100 Pixel breit sein. So, und wenn wir jetzt nicht irgendetwas falsch gemacht haben, dann sollte das Ganze auch schon funktionieren. Achtet bitte darauf, dass ihr am Ende von jedem JavaScript-Befehl ein Semikolon setzt. Das, falls ihr mein Python-Videos gesehen habt, in Python gibt es diese Semikolons am Ende nicht, aber bei C-Sharp oder bei Java gibt es sie und bei JavaScript eben auch. So, ich speichere das Ganze ab und wir gucken mal, ob das so klappt. Ich hoffe ja. So, und siehe da, ich habe auf die Leinwand geklickt und ich habe ein schwarzes Rechteck bekommen. Das ist nicht besonders schick, aber es gibt in JavaScript keine Punkte und man kann aber einen Punkt nachahmen, indem man sagt, die linke obere Ecke liegt dort und dort und die Breite und die Höhe sind genau ein Pixel und dann kann ich tatsächlich mit diesem fill rect einen Punkt zeichnen. Und das ist genau das, was der Programmierer gemacht hat, der diese schöne Grafik, diese bewegte Grafik auch gemacht hat. Der setzt nämlich 10.000 Mal für jede Grafik, für jede Folge von dieser Bewegung, setzt er ein Rechteck mit genau einem Punkt Breite und einem Punkt Höhe. Na, so. Und im Prinzip könnten wir jetzt schon mit ein bisschen drumherum Programmiertechnik das hier auch programmieren. Noch nicht ganz, weil hierzu auch noch ein Zeitmanager gehört. Der ist etwas komplizierter. Das kriegen wir später. Gut, das war es erstmal für dieses Mal. Ist ein langes Video geworden. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch noch so ein paar andere Zeichenbefehle. Bis dann!